Ich möchte noch ein paar von unseren anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten nach vorne bitten, die einfach auch mal sich vorstellen sollen und einfach mal sagen, warum sie vielleicht dabei sind und einfach mal so 2 Minuten sich präsentieren können. Und deswegen mache ich jetzt erstmal Platz für eine unserer Damen, Britta Danker. Ich lehne da überhaupt dran. Was geht? Nein. Schönen guten Abend. Man hört mich sehr gut. Also, mein Name ist Britta Danker. Ich bin 48 Jahre alt, bin Friseurmeisterin. Und mein ganz großes Anliegen ist, dass ich mich wehre gegen den Hutern-Plan, der so in den 40er Jahren mal aufgenommen wurde. Ich weigere mich einfach, dass wir an Werte verlieren in Deutschland, dass alles nichts mehr wert sein soll. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren volljährig, habe auch noch so den Aufschwung, den wirtschaftlichen Aufschwung miterlebt. Und dass es uns allen gut ging. Jetzt geht das seit 20 Jahren nur noch bergab. Es werden immer noch die gleichen reicher und reicher und reicher. Und das geht auf die Kosten unseres Volkes, also auch auf meine Wenigkeit und auf uns allen. Uns wird immer mehr Geld aus den Taschen genommen. Und vielleicht können wir uns ja ein bisschen wehren, wenn wir ein bisschen was ändern können. Also das ist mein Anliegen auf jeden Fall. Und ich kandidiere für Katlenburg, Kreistag. Mal gucken, was daraus wird. Cool, danke. Ja, vielen Dank, Britta. Und dann können wir gleich mit der nächsten Dame fortfahren. Da kommt sie schon, Frau Daniela Kaspar, ebenfalls aus der Gemeinde Katlenburg. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Daniela Kaspar. Ich bin 42 Jahre alt, selbstständig in Katlenburg, mache Fußpflege und Haarentfernung, habe einen kleinen Raum in einem Friseur gemietet und weshalb ich das erzähle, ist Folgendes. 3 Tage nachdem bekannt wurde, dass ich für die Gemeinderatswahl Katlenburg-Lindau kandidiere, wurde ich gekündigt in dem Raum. Hat natürlich nichts mit nichts zu tun, das wissen wir ja immer alle. Mir war das vorher schon klar, weil ich natürlich, bevor ich in die AfD eingetreten bin, bevor ich gesagt habe, ich mache aktiv etwas, überlegt habe, was kann das für Folgen haben. Man hat ja aus den anderen Landkreisen schon Horrorgeschichten gehört, was bis jetzt so an Dingen passiert ist, was Mike eben gesagt hat. Und ich denke mal, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Uns wird noch ein weitaus schärferer Wind entgegentreten, umso erfolgreicher wir natürlich auch sind. Für mich ist im Moment Aufklärung das Wichtigste. Ich habe angefangen, natürlich bei Facebook, wie jeder andere auch wahrscheinlich, aktiv zu sein und zu teilen, zu posten, die Menschen in meinem Freundeskreis aufzuklären. Habe aber irgendwann gemerkt, mir hören ja sowieso nur noch die zu, die sowieso Bescheid wissen und aufgeklärt sind. Und diejenigen, die einfach nichts wissen und nicht hören wollen, die machen ja diesen hier, ne? Und die erreiche ich so nicht, weil da der persönliche Dialog fehlt. Ich habe dann angefangen, mit meinen Kunden drüber zu sprechen, ohne zu überreden, sondern einfach nur Fragen zu stellen, dass die ein bisschen nachdenklich geworden sind. Und bei dem einen oder anderen bin ich durchgedrungen. Ich hatte sogar Gespräche, ich sag mal, mit einem erfolgreichen Geschäftsmann, dem ich erzählt habe, dass als Beispiel Island die Banken hat pleite gehen lassen. Und der Mann liest Wirtschaftsnachrichten und sowas und wusste das nicht. Der hat mir auch erst natürlich nicht geglaubt. Ich meine, die kleine Fußpflegerin, was weiß die schon über sowas? Ja, er hat dann gegoogelt, weil ich ihn drum gebeten habe. Und beim nächsten Termin hat er sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, Frau Kaspar, zieh den Hut vor Ihnen, wusste ich selber nicht. Und da habe ich gesagt, das liegt daran, dass die Medien manipuliert werden. So, und dann habe ich gemerkt, okay, damit erreiche ich doch mehr als über Teilen und Liken im Internet. Und das war dann der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich gehe in die AfD, werde aktiv und versuche jetzt dasselbe weiterhin zu machen, natürlich dann auf Gemeinderatsebene mit den Bürgern in Katlenburg-Lindau. Was dabei rauskommt, werden wir sehen. Der Name ist ja noch nicht so bekannt. Schauen wir mal, was nach dem 11. September ist. Dankeschön. Ja, super. Schönen Dank, Dani, für die Rede. Und da soll noch mal einer sagen, wir haben in der AfD keine hübschen Frauen hier. Ne? Also wir haben hier schon mal 2 gesehen und von wegen Altherrenpartei. Also wir können auch anders. Ne?
Aber wir haben auch noch Männer und hinter uns steht noch der Volker und der darf sich natürlich auch mal ganz gerne vorstellen. Ne, Volker? Hallo, ich bin Volker Spelle, ich komme aus Gartenburg, kandidiere auch für den Ortsrat, bin in der Laserentwicklung, bin ich tätig in Köttingen bei Clarions, amerikanische Firma, und ich will irgendwas bewirken, indem ich zum Beispiel auch was verändern möchte in dem Bereich, wo ich in Anführungsstrichen meine große Klappe beweisen kann. Und die will ich auch zeichnen und die soll ich jemals auch hören. Ich bin nicht der gute Redner. Aber trotzdem, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank auch dir, Volker. Und wie gesagt, ich betone das jetzt nochmal. Ich wiederhole mich da. Dein Engagement ist einfach fantastisch. Und wie gesagt, es muss nicht jeder ein großer Redner sein. Einfach deine Leidenschaft, dein Herz, was du an den Tag legst, das ist schon fast eher einzigartig. Also nochmal danke. Und damit wir auch der Quote gerecht werden, machen wir das 2-2. Und Bernhard, du stehst da hinten schon in den Startlöchern, dann komm du auch mal nach vorne und präsentiere dich auch mal ganz kurz. Schönen guten Abend für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Bernhard Kamenz, komme aus Einbeck, bin vor 2 Jahren nach Dassel-Wellersen gezogen. Bin zur AfD gekommen, eigentlich durch die aktuelle politische Entwicklung, die mir so gar nicht gefallen hat. Und wie ja jeder von uns in seinem eigenen Leben das schon mal gemerkt hat, man kann sich beschweren, man kann gegen was sein, für was sein. Solange man sich nicht selber engagiert, denke ich, hat man auch eigentlich gar nicht das Recht zu sagen, die anderen können es nicht, die machen es schlecht, sondern man muss sich selbst engagieren. Und das weiß man selber ja auch. Wenn man will, dass was vernünftig gemacht wird, sollte man selbst machen. Und deshalb denke ich, wir werden ja an der Regierungstätigkeit jetzt noch nicht so groß mit teilhaben, da wird man uns wahrscheinlich auch nicht so sehr mitlassen. Aber wenn wir nur das Zünglein an der Waage sind, um vielleicht die eine oder andere Entscheidung kippen zu können, vielleicht dafür zu sorgen, dass die Meinung des Bürgers ein bisschen an Gewicht gewinnt, das liegt mir schon sehr am Herzen und das ist das, wofür ich mich einsetzen möchte. Ja, vielen Dank auch hier, lieber Bernhard. Und einen haben wir noch, der Uwe Hagemann möchte auch noch mal kurz Hallo sagen. Und danach geht es dann mit unserem Hauptprogramm weiter. Ja, schönen guten Abend. Ich darf mich Ihnen vorstellen, mein Name ist Uwe Hagemann. Ich bin 54 Jahre alt, gehöre in der Bundesrepublik Deutschland zu den Kinderreichen, da meine Frau und ich 6 Kinder großgezogen haben. Inzwischen auch schon 6 Enkelkinder haben und im November das 7. unterwegs ist. Ich habe in den 70er Jahren schon mal sehr aktiv Politik gemacht. Ich stehe dazu, das war zu Zeiten eines Kanzlers Helmut Schmidt, damals in der SPD. Diese Partei habe ich 82 verlassen und hatte in dem Moment die feste Überzeugung, Parteipolitik machst du nie wieder. Ich war zwar weiterhin politisch, aber Parteipolitik war für mich kein Thema. Als im Jahre 2013 die Entwicklung des Euros sehr offensichtlich war, kam für mich irgendwann ein Interesse daran, welche Partei könnte diese Probleme lösen. Und da bin ich dann tatsächlich sehr schnell zur AfD gekommen und bin schon seit Sommer 2013 Mitglied in der AfD. Ich bin tatsächlich in diese Funktion hineingekommen, weil ich gesehen habe, ich muss Verantwortung übernehmen für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Denn die Entwicklung, die wir alle tagtäglich in der Politik erleben, ist erschreckend. Und von daher, dieses kombiniert mit der Liebe zu unserem Vaterland, gab für mich dann nur die Alternative. Und das war tatsächlich die Alternative für Deutschland. Ich bin mal sehr gespannt, das, was einige meiner Vorredner schon angesprochen haben. Ich bin selbst selbstständig, habe einen Pflegedienst in Einbeck und Dassel. Man hat tatsächlich negative Einflüsse,
Aber ich bin der festen Überzeugung, wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen, weil wenn wir aufgeben würden, ja, dann gibt es keinen mehr, der sich dagegen stellen kann. Danke Ihnen. Ja, auch vielen lieben Dank, Uwe.